Sie sind heiß auf die Bundesliga, sie sind heiß auf Schalke, die Profis des FC Bayern München. Das spürt man während der gesamten letzten großen Trainingseinheit an der Säbener Straße vor dem Spiel am Freitagabend in Gelsenkirchen, zu dem sich auch alle 9 Spieler zurückgemeldet haben, die in den vergangenen Tagen mit verschiedenen Nationalmannschaften weltweit unterwegs waren. Auch Arturo Vidal. Arturo Vidal ist heute angekommen und ich denke, er fliegt morgen mit uns. Aber ich weiß nicht, er ist müde oder er kann morgen spielen. Sollten Arturo Vidal die Reisestrapazen morgen doch noch zu sehr in den Knochen stecken, könnte Renato Sanches auf Schalke die Position des Chilenen einnehmen. Der Neuzugang aus Portugal hat sich in den letzten Trainingseinheiten ebenso 100% fit präsentiert wie Douglas Costa. Douglas Costa ist bereit. Er hat sehr gut trainiert diese Woche. Ist bereit, aber morgen wir spielen mit Ribéry, Müller, Lewandowski. Die Offensivabteilung des Rekordmeisters vom Trainer bereits mehr als 24 Stunden vor dem Anpfiff bekannt gegeben. Das ist neu. Ebenso wie die Anreise der Bayern-Profis am Spieltag direkt. Was übrigens auch bei zukünftigen Matches mit später Anstoßzeit so gehandhabt werden soll.